Meine Damen und Herren, wenn Sie einmal Lukas Apostelgeschichte lesen, dann stoßen Sie auf ein Charakteristikum dessen, wie Lukas den Verlauf der Geschichte des frühen Christentums beschreibt. Gott lenkt die Geschichte. Dieses Charakteristikum zeigt sich schon ganz zu Beginn bei Jesu Himmelfahrt. Jesus kündigt an: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. In genau diesen geografischen Etappen wird so dann auch die Mission verlaufen, wobei der Weg bis ans Ende der Erde noch offen bleibt. Wie genau die Ausbreitung des Christentums verlaufen soll, ist also von Gott geplant und ebenso verläuft sie dann auch. Zuweilen ist es dann auch erforderlich, dass Gott selbst unmittelbar eingreift, damit die Mission nach seinem Plan vorangeht, so zum Beispiel beim Übergang nach Europa. Sie, Paulus und seine Begleiter, zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass Gott uns dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Gott verhindert hier also zunächst eine Mission in Asien, in Regionen der heutigen Türkei, und sodann sorgt er dafür, dass Paulus nach Europa übersetzt. Zuweilen finden Sie in der Sekundärliteratur in Verbindung mit diesem Charakteristikum den Hinweis, dass Lukas sich speziell hiermit von der paganen, von der römischen und der griechischen Geschichtsschreibung abhebe. Dieser Hinweis beinhaltet insofern ein Stück Wahrheit, als die Vorstellung eines im Ganzen planvollen, zielgerichteten und an einzelnen Menschen offenbarten Geschichtsverlaufs römischen und griechischen Historikern fremd ist. Der Hinweis führt jedoch dann in die Irre, wenn er zuweilen auf das Geschichtswirken von Göttern überhaupt bezogen wird. Dass der Geschichtsverlauf vom Willen der Gottheiten abhängt, ohne deren Zustimmung kein erfolgreiches politisches Handeln möglich ist, und dass die Gottheiten zuweilen selbst in die Geschichte eingreifen, diese Sichtweise teilen auch Lukas nichtchristliche und nichtjüdische Zeitgenossen. Daher möchte ich heute einige Beispiele antiker Historiker präsentieren, die zeigen, wie pagane, insbesondere römische Autoren sich ein Eingreifen der Götter vorstellen. Der Römer Livius verfasst um Christi Geburt eine umfangreiche Geschichte Roms. In dieser Geschichtsdarstellung finden sich regelmäßig Schilderungen, wie die Götter nach ihrer Zustimmung gefragt werden. Ein besonders eindrückliches Beispiel hierfür haben wir im Buch 31. Da befinden wir uns um das Jahr 201-200 vor Christus. Geplant ist, Krieg gegen Philipp V. von Makedonien zu führen. Und aus Anlass dessen erfolgt nun folgender Senatsbeschluss: Die Konsuln sollten den Göttern, bei denen es ihnen richtig scheine, voll ausgewachsene Tiere zum Opfer darbringen mit folgendem Gebet: Was der Senat und das Volk von Rom im Interesse des Staates und im Hinblick auf den Beginn eines neuen Krieges im Sinn haben, das möge für das römische Volk, die Bundesgenossen und die Latiner gut und glücklich ausgehen. Nach Ausführung dieses Senatsbeschlusses können die Konsuln dem Senat melden: Die Haruspices, die Eingeweideschauer, erklärten, die Götter hätten das Gebet angenommen. Die Eingeweide hätten Glück verheißen
und Vergrößerung des Gebietes. Sieg und Triumph würden in Aussicht gestellt. Nach längerem Hin und Her wird dann auch dem Antrag auf Krieg zugestimmt. Bevor es aber zu näheren Kriegsvorbereitungen kommt, werden noch weitere religiöse Maßnahmen durchgeführt. Unter anderem werden die Fetialen, die Priester, die für Fragen der Außenpolitik zuständig sind, befragt, wie denn nun genau die Form der Kriegserklärung sein soll. Dann wurden die Fetialen vom Konsul Sulpicius befragt, ob sie anordneten, dass der Krieg der König Philipp erklärt werden sollte, auf jeden Fall ihm selbst angesagt werde, oder ob es genüge, wenn er im Gebiet des Königreiches da, wo die nächsten Truppen ständen, angesagt werde. Die Fetialen entschieden, er werde recht handeln, ganz gleich für welchen der beiden Wege er sich entscheide. Die militärischen Planungen werden also aus Ängste mit den Göttern abgestimmt. An ihrem Votum hängt es, ob man überhaupt Krieg führt. Und selbst Details wie die konkrete Form der Kriegserklärung werden von den Göttern abhängig gemacht. Geht es bei diesem Beispiel um die Zustimmung der Götter zu menschlichem Handeln, so greifen im folgenden Beispiel die Götter aktiv in den Geschichtsverlauf ein. Sueton, ein unmittelbarer römischer Zeitgenosse des Lukas, berichtet über ein militärisches Vorgehen gegen Kaiser Claudius, welches allerdings durch göttliches Eingreifen verhindert wird. Den Bürgerkrieg setzte Furius Camillus Scribonianus, der Statthalter von Dalmatien, ins Werk. Aber es brauchte nur 5 Tage und er wurde von den Soldaten, die die Fahne gewechselt hatten, gebremst. Ein Wunderzeichen hatte sie ihre Handlungsweise bereuen lassen. Nachdem sie den Befehl erhalten hatten, sich zum neuen Kaiser auf den Weg zu machen, konnten sie wegen eines Zufalls und weil es die Götter so gefügt hatten, ihre Adler weder schmücken, noch ihre Feldzeichen aus dem Boden ziehen und von der Stelle bewegen. Hier haben wir das Beispiel eines göttlichen Eingreifens in den Geschichtsverlauf, wobei Sueton das göttliche Wirken als Ursache ein wenig zu relativieren scheint, wenn er von Zufällen und göttlicher Fügung redet. Dass göttliches Eingreifen eine Rolle spielte, wird aber nicht in Frage gestellt. Dass Götter ihren Anteil daran hatten, den Putschversuch gegen Kaiser Claudius zu verhindern, steht auch für Sueton fest. Des Weiteren gibt es Wunderzeichen, die als göttliche Botschaften zu interpretieren sind. Da diese Zeichen zuweilen jedoch zweifelhaft oder zumindest zweideutig sind, muss man sich irgendwie um sie kümmern. Und dieses sich darum kümmern, das heißt aus Sicht römischer und griechischer Religion Opfer darbringen, um potenzielle Verfehlungen zu sühnen, potenzielle Schäden zu umgehen, auf die diese Zeichen hinweisen können. Dieses letzte Beispiel stammt nochmal von Livius. Wir befinden uns bei den geschilderten Ereignissen um das Jahr 197 vor Christus. Nun soll zusätzlich zum Krieg gegen die Makedonier auch Krieg gegen abtrünnige gallische Stämme geführt werden. Zuvor ist es aber erforderlich, sich um einige Zeichen zu kümmern. Bevor die Konsuln und Prätoren in die Amtsbereiche aufbrachen, sollten die Zeichen vom Himmel gesühnt werden. In Rom waren die Tempel des Vulcanus und des Summanus vom Blitz getroffen worden. In Fregene die Mauer und ein Stadttor. In Frusino war in der Nacht ein Licht aufgeleuchtet. In Aethula ein Lamm mit 2 Köpfen und 5 Füßen geboren worden. In Formiae waren 2 Wölfe in die Stadt gekommen und hatten einige, die ihnen begegneten, zerrissen. Und in Rom war ein Wolf nicht nur bis in die Stadt, sondern sogar bis aufs Kapitol vorgedrungen. Zumindest bei den letzten Ereignissen Ähnlichkeiten zu Dingen, die auch heute in der Lüneburger Heide wieder regelmäßig geschehen. Wenn Sie sich diesen Text anschauen, sehen Sie, hier wird geradezu sachlich berichtet, dass es Zeichen gab, die nun vor allem weiteren Vorgehen gesühnt werden müssen. Konkret wird eben daran zu denken sein, jetzt müssen Opfer dargebracht werden, um auf diese Zeichen zu reagieren.
denen ganz klar ist, auch wenn sie zweideutig sind, auch wenn in gewisser Weise unklar ist, wo kommen sie her, ja, da ist irgendetwas mit den Göttern auf jeden Fall dabei, die hier wieder ihre Rolle im Geschichtswirken spielen. Ich komme zu einem Fazit. Was das göttliche Wirken in der Geschichte betrifft, steht Lukas den zeitgenössischen paganen Historikern näher als in der Literatur zuweilen postuliert. Auch für sie ist unstrittig, dass der Geschichtsverlauf vom Willen der Götter abhängt. Politisches, nicht zuletzt militärisches Vorgehen ist daher auf seine Übereinstimmung mit diesem Willen hin zu überprüfen. Zuweilen greifen die Götter dann auch aktiv mittels Wundern in den Geschichtsverlauf ein. Das lukanische Spezifikum ist der Gedanke eines auf göttlicher Planung oder Vorsehung gründenden, zielgerichteten Geschichtsverlauf, der einzelnen Menschen offenbart wird. Nicht jedoch das geschichtliche Eingreifen der Gottheit an sich. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen noch eine schöne restliche Adventszeit und dann auch schon mal ein frohes Weihnachtsfest. Applaus